diese ID hast, Freundchen. Das ist meine, ich hatte sie nur verlegt. Hm. Da du nicht zu diesem Wüstenpack gehörst, will ich dir mal glauben. Wir haben schon mehr als genug Outlaws in der Stadt. Es gibt allerdings einige Regeln, über die ich dich informieren muss, bevor du rein darfst. Ja gut, das ist jetzt die Rüstung von den Klerikern, ne? Von den Generatoren fernhalten. Dort hat niemand außer den Technikern etwas zu suchen. Wenn du jemanden triffst, der sich illegal in der Stadt aufhält, meldest du ihn am besten bei uns. Erich wird sich um solche Fälle kümmern. Nur wenn wir alle zusammenhalten, können wir den Frieden in der Stadt wahren. Außerdem bin ich doch verpflichtet, dir mitzuteilen, dass wir, die Kleriker, nicht die Herren der Stadt sind. Im großen Konzil wurde festgehalten, dass die Kleriker diejenigen sind, die für die Unabhängigkeit der Stadt garantieren sollen. Jeder ist hier willkommen. Auch wenn du nicht dazu verpflichtet bist, so möchten wir dich doch dazu anhalten, auf das Wort unserer Suggestoren zu hören. Das war's. Du kannst jetzt passieren. Meine Güte. Was ein Text. Ja, ich weiß. Ich habe ja auch fast nichts an. Das ist ja das Problem. Was meinst du, warum ich immer so schnell down bin? Wie läuft es hier in der Stadt? Wir haben alles unter Kontrolle. Aber dass wir jetzt sogar schon Alpseparatisten in die Stadt lassen, widerstrebt mir. Auch wenn die Stadt eine Zuflucht für jeden sein soll und ich meine Befehle habe, bin ich damit nicht einverstanden. Es sind Separatisten in der Stadt? Ja, so habe ich auch reagiert. Sie behaupten nicht mehr zu den Alps zu gehören, aber diesen unreinen Wesen kann man nicht trauen. Einsperren und auf Elex-Entzug setzen. So lange, bis sie nur noch Gemüse sind. Das sollte man mit ihnen machen. Immer noch da, ich bin immer noch da, ja. Daki, tatsächlich. Irgendwo im Osten von Abessa. Eigentlich schlimm. Müsste man sie aufspüren und den ganzen Oder meinst du Ivy? Nur ein toter Alp ist ein guter Alp. Oder meinst du Gina? Was ist ein Suggestor? Unsere Suggestoren sorgen dafür, dass es in unserer Stadt friedlich bleibt. Wenn jemand Probleme macht, dann wird er entweder... Ich bin schon quer durch die Weltgeschichte mittlerweile wieder gewesen, Dorky. Keine Sorge, bei einem guten Suggestor merkst du nicht einmal, was passiert. Du änderst einfach nur deine Meinung. Ich musste nebenbei, nochmal quer durch die Landen düsen, was besorgen, damit ich überhaupt da reinkomme. Mittlerweile kann ich rein, ich frage ihn jetzt nur noch ein bisschen aus. Wo finde ich Erich? Geh einfach den Weg geradeaus in die innere Burg. Dort solltest du auf ihn treffen. Wie, wo, was ist mit mir? Nicht Gina, schlaf weiter. Wow. Du hast das Konzil von Magallan erwähnt. Richtig. Wenn du mehr darüber wissen willst, sprich mit Alois. Ich habe noch nie großartiges Interesse an der Vergangenheit gehabt. Wer ist Alois? Alois ist der Judikator, der den Vorsitz über die Stadt hat. Du findest ihn im großen Raum in der Burg. Nicht zu verfehlen, da wo die Generatoren drin sind. Ah, sieht schon nice aus. Ja. Was willst du? Bist du für oder gegen die Kleriker? Du kommst schnell zur Sache. Hey, ich hab dich was gefragt. Entweder du gibst eine klare Antwort oder du verziehst dich. Es macht aber auch Spaß, das ist einfach so. Gegen die
Magiekleriker. Du scheinst ein bisschen Verstand in deinem Kopf zu haben. Wenn es nach mir geht, können die sich alle wieder verpissen und zu Hause mit ihren ach so... Ja, Ibi, ich habe halt nur das Problem, dass ich zwischenzeitlich immer wieder meinen Rechner abschmiert, irgendwie nur bei dem Spiel. Na, da irgendwie Grafikprobleme auftreten, Videografikprobleme, keine Ahnung. OBS spinnt rum. Ah, ziemlich nervig. Nein! Schade. Die Alps zu unterschätzen ist ein tödlicher Fehler. Exekutionen, Konverter, Strafexpeditionen. Glaub mir, ich kenne die ganze Scheiße. Aber die Typen sind doch nur hinter Elex her. Und soweit ja, ich hoffe es mal. Bin, gibt es davon hier nicht mehr als anderswo. Wir hatten ja schon bei meinem ersten Elex-Stream hatten wir ja schon Probleme, ne? Eine befestigte Stellung anzugreifen. Weil sie das Elex wollen. Alles Elex. Ach, du musst dich irren. Irgendwann hat sich jeder den Bauch vollgeschlagen. Das gilt auch für die Alps. Und von Kraken und Loot, lieben Dank auch. Looty! Thank you! Warum unternimmst du nichts gegen die Kleriker? Ich wüsste nicht, was dich das angeht. Solange ich dir nicht vertrauen kann, werde ich dir gar nichts erzählen. Wuff. Ich komme von Hunter. Hunter schickt dich? Warum ist er nicht selbst hergekommen? Er hatte Angst, dass er nicht mehr aus der Stadt gelassen wird, wenn man ihn erwischt. Du meinst, der hatte Angst, dass ihm das gleiche passiert wie mir? Ich kann froh sein, dass ich noch nicht entdeckt wurde. Sonst wäre ich längst bei den Suggestoren gelandet. Hat Hunter dir etwas für mich mitgegeben? Ja gut, ich hoffe mal, dass das bald kommt. Hat er. Na endlich. Danke. Damit kann ich diese stinkende Klerikerverseuchte Kuppel endlich verlassen. Ich dachte schon, ich komme hier nie mehr raus. Ich weiß nicht, ob Hunter dir eine Belohnung versprochen hat, aber von mir bekommst du auf jeden Fall eine Kleinigkeit. Wir arbeiten für eine gute Sache, vertrau mir. Kann man machen. Aber das ist das, was ich hier sehr interessant finde bei dem Spiel. Je nachdem, wie du dich entscheidest. Wir hatten heute, Mama Mutti hatte einen Tipp gegeben, ich soll das und das tun. Und da hat sich dann sofort rausgestellt, der und der ist gestorben. Dadurch ändert sich der Verlauf der Geschichte. So, jetzt hat man hier gerade einen Interessenkonflikt. Du hast einer der beiden Seiten den Vorzug gegeben quasi. Das ist ziemlich geil gemacht. Das kommt mir so ein bisschen an die alten RPGs wie Tournament, wo du wirklich, wo jegliche Art von Taten auch Auswirkungen haben auf andere um dich rum. Das finde ich schon ziemlich nice. Oh, der Typ ist weg, das heißt, ich kann mich bedienen. Ja, ich denke mal, den kann ich fragen, wenn... Keine Zeit. Separatist hat keine Zeit, läuft. Wow. Sieht schon nice aus hier, muss ich sagen. Hey, du. Lass mich raten, ich darf nicht in das obere Viertel? Was? Nein, Blödsinn. Hier darf sich jeder frei bewegen. Ich hab nur eine Frage an dich. Du kommst doch von draußen, oder? Erzähl, wie ist die Lage außerhalb der Kuppel? Ich muss unbedingt weiterzocken, so Raffi. Raffli. Das Sims hat mich gerade gefreezed. Okay. Läuft bei dir, Gina. Momentan ist es ruhig. Ich bin mir sicher, das ist nur die Ruhe vor dem Sturm. Aber unter meiner Kuppel kann uns nichts passieren. Ohne sie wären wir schon lange überrannt worden. Kalan gab uns das Wissen und nun sieh, was wir erschaffen haben. Einen sicheren Hafen für alle Menschen. Wow, da bist du aber auch schon eine ganze Weile dran, ne? Du bist für den Bau der Kuppel verantwortlich? Natürlich habe ich sie nicht alleine gebaut, aber ich habe die Pläne für sie entworfen. Mein Name ist übrigens Erich. Konstrukteur der Kuppel und Verwalter über die Techniker und Generatoren, die diese Stadt sichern.
Wieso habt ihr nicht auch so eine Kuppel in Ignadon? Die Energie, die diese Kuppel braucht, ist immens und die Fluktuationen müssen konstant ausgeglichen werden. Die Technik ist sehr kompliziert. Es macht keinen Sinn, so einen Aufwand bei einer Stadt zu betreiben, die den Schutz nicht unbedingt nötig hat. Die Felsen rund um den Hort sind ja quasi schon sowas wie eine natürliche Kuppel. Eine zweite komplette Abschirmung ist da nicht nötig. Ah, okay. Ah, interessant. Ah, Sims ist einfach nicht so meine Game-Richtung. Kann die Kuppel die Alps aufhalten? Natürlich. Was denkst du, warum wir sie gebaut haben? Solange wir den Energiefluss konstant halten können, ist es kein Problem. Leider ist das nicht ganz so einfach. Einige der Energieregulatoren hatten schon wieder Fehlfunktionen. Das hätte mich jetzt auch gewundert, wenn du keine türkisen Haare oder pinke Haare hättest. Schade. Ist es nicht gefährlich, wenn die Energieregulatoren nicht richtig funktionieren? Doch, ist es. Wenn wir jetzt angegriffen würden, könnte es wirklich kritisch werden. Wieso spinnst du? Bei Eevee in XCOM 2 hattest du pinke Haare, also komme nicht so. Irre ich mich oder schwankt die Leistung unserer Generatoren? Ich glaube, ich könnte hier tatsächlich sogar... Hi. Ich glaube, ich könnte hier tatsächlich sogar zu den Klerikern wechseln. Schon interessant. Splitterrakete. Splittergranate. Ja, ich kämpfe nur mit vollem Magen. Ach, das macht doch nicht wirklich einen Unterschied. Nicht schon wieder. Ah, hier baut die so ein Mech-Roboter. Das ist noch immer nicht scheiße. Was? Natürlich. So einen schönen großen Hammer, Kappa. Das ist schon geil gemacht, ey, jetzt mal ohne Scheiß. Also das sieht schon echt, diese Kombination aus alt und neu, das ist schon echt nice irgendwie. Sieht schon echt genial aus hier alles, ne? Muss ich sagen. Könnte man ja glatt auf die Idee kommen, doch zum Kleriker zu gehen, ne? Grünen Splitter erhalten. Ja, da merkt man schon, dass sie so eher die Wissenschaftler sind, die Kleriker, ne? Bei dem, was hier alles so rumsteht. Nee, das kannst du hier, glaube ich, nicht, Ivi. Würde mich jedenfalls wundern. Weil du kannst ja auch schon in, du konntest ja in Dings, konntest ja auch schon nicht, kein Haus bauen, du konntest nur eins besetzen, quasi.